Servus miteinander, ich bin der Luis. Ich bin heute am Nationalpark unterwegs mit einem John Deere Harvester. Da haben wir quasi vorne vom Aggregat, vom Harvester, einen Entrindungskopf drauf, das nennt man Debarking. Wir schneiden die Bäume um und dann wird quasi der Baum entastet und zugleich entrindet, damit wir einen Borkenkäfer bekämpfen, weil die Brutstätte entnommen wird durch die Rinde. Und da haben wir momentan einen Auftrag vom Nationalpark in der Managementzone unterwegs. Ja, wir haben zwei Vorteile. Also wir haben einen naturschutzfachlichen Vorteil. Wir können Totholz auf der Fläche lassen. Das ist natürlich für den Nationalpark sehr wertvoll. Und der zweite Vorteil ist, wenn wir Holz rausholen aus den Beständen, dann macht uns das zeitlich flexibler. Also unabhängig, wir können rücken, wann wir wollen und können das Holz an die Forststraße bringen, wenn und wir keine großen Schäden machen. Jetzt erklären wir die Bauteile vom Harvester-Aggregat. Da haben wir ganz unten das Sägeschwert, wo man den Baum anschneidet oder dann ablenkt. Dann haben wir da die vier Walzen. Das sind die, die quasi einen Baum durchziehen. Und dann zugleich auch durch die Messer schneidet das quasi in die Rinde rein. Und dann haben wir da vier Messer oben und unten, wo die Äste wegrammen und die Rinde runterziehen. Und wir können jetzt da Bäume abschneiden bis 75 cm Durchmesser. Das sind so bis 3-4 Kubikmeter Bäume, das ist die oberste Grenze.